Hallo liebe Leute, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Interesse. Ich warne jetzt schon mal vor, dass dies ein unprofessionelles Video ist. Ich habe hier kein Stativ, kein vernünftiges Mikrofon. Ich werde das Video nicht nachmoderieren dieses Mal. Ich werde mir also damit auch nicht viel Arbeit machen, weil es gibt schon recht viele Videos auf YouTube über diesen Helm. Deswegen mache ich das einfach nur auf die Schnelle. Ich weiß, was ich davon erwarte. Ich habe viele Videos gesehen. Ich möchte nur ganz kurz meine subjektive Meinung dazu sagen, wenn ich ihn dann ausgepackt habe. Englisch, Französisch, Deutsch. Da mal Deutsch, mal gucken, ob die Kamera das irgendwie scharf einfangen kann. Jawohl. Bitte pausiert das Video einmal kurz. 3, 2, 1 und damit mache ich weiter. Das ist, wie ihr hier schön sehen könnt, der Smart Helm von, ganz ehrlich, ich vergesse immer dieses Modell, genau, Lival oder Level. Ja, aber das ist halt der, den ich haben wollte. Wenn ich das beim Suchen eingebe, dann finde ich ihn auch, aber ich vergesse immer diese Zahlenkombination BH51M Neo. Den normalen M habe ich nicht gefunden, aber ich glaube der Neo, ich habe mir eine Produktseite auf der Website angesehen, Modellvergleich. Der Neo ist sowieso der beste von allen. So, hier geht die Packung auf. Einfach aufziehen. Wie gesagt, ich muss mit einer Hand das Handy halten, deshalb entschuldigt bitte, dass das so ein, wie gesagt, so ein bisschen unprofessionell. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es war schon eine schwere Geburt, den rauszukriegen, auch mit zwei Händen. Irgendwas hat in der Packung ein bisschen gehakt. Ich weiß nicht, was das war. Ich habe jetzt auch das Handylicht einmal eingeschaltet, wie ihr seht, damit ihr das wunderbar erkennen könnt. Geht da denn noch was auf? Nee, ne? Da ist auch nichts mehr drin. Nö, da ist nichts mehr drin. Dann bin ich gespannt, wo das Ladekabel und so ist und die Anleitung dazu. Ach, da alles noch mit im Helm direkt drin. Das ist geil. Also das Ding wehrt sich wirklich dagegen, ausgepackt zu werden. Auch das jetzt endlich mal aufbekommen, ne? Wie gesagt, das Ding wehrt sich. Aber daran merkt man auch, dass es gut verpackt ist vielleicht, ne? Ich meine, vielleicht soll man das nicht negativ bewerten, dass es so schlecht rauskommt alles, sondern wirklich, dass es gut verpackt ist und stabil. Ah, okay. Mit so einem halben Lenkerteil. Das habe ich so nicht gesehen oder gewusst. Wo ist denn das andere halbe Teil? Ah, dazwischen ist noch was. Ach, so ein Gummiteil nur, okay. Na, da bin ich gespannt. Oh, das sollte halten, ne, eigentlich. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte schon, dass das ein vernünftiger... Ach, hier ist auch noch so ein... Oh mein Gott. Okay, jetzt wird es langsam kompliziert für mich, muss ich ehrlich sagen. Und das ist das gute Stück. Erstes Mal, dass ich den in der Hand habe. Hier ungefähr müssten hier die Lautsprecher sein, aber ich kann die noch nicht fühlen. Ich dachte, man fühlt oder sieht die. Aber ich kann sie noch nicht sehen oder erahnen. Aber sie werden natürlich da in Ohrnähe sein. Hier soll das Mikrofon sein. Gut, das fühle ich aber hier. Das Mikrofon ist hier vorne, ja. Das merkt man. Aber die Lautsprecher sind hier versteckt. Das ist gut gemacht, muss ich sagen. Das ist gut gemacht. Hier vorne die Lüftungsschlitze mit Fliegenschutz. Das wurde in den anderen Videos auch noch nicht so dicht gezeigt. Na, hier sieht man das Loch und hier scheinen die Lampen verbaut zu sein. Wehe, wenn nicht. Ich habe mir den besten der Modelle extra geholt für 170 Euro. Da erwarte ich, dass die beiden Blinker vorne auch dran sind. Das erwarte ich einfach. Das, genauso wollte ich es auch haben. Dass ich auch vordere Autofahrer, wenn ich an der Kreuzung stehe. Und hier... Wie man sieht, das Obligatorische schon. Es sieht schon schön aus irgendwie. Wenn ich so mal ein bisschen dichter gehe, vielleicht interessiert euch das ja so, weil, wie gesagt, andere Videos haben das noch nicht so gezeigt. Entschuldigt bitte das Licht, aber hier ist halt dieser Ein- und Ausschalter noch. Jetzt werde ich wahrscheinlich einen Cut reingesetzt haben, weil ich umgreifen musste wegen meiner Hand. So, hier wunderschön die hintere Seite, die Luftschlitze, die aber hier nochmal so ein bisschen geschützt sind. Also ich schätze mal, dass der Helm auch so ein bisschen Regen abhalten wird. Ja, ich habe ihn ja noch nicht geladen. Ich habe ihn gerade ausgepackt.
Ja, der Helm geht sogar schon. Ey, das ist cool. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt gehört habt. Power on. Klingt meiner Meinung nach ein bisschen anders als in den YouTube-Videos, muss ich sagen. Sie spricht ein bisschen langsamer. Aber ist in Ordnung. Jetzt nach ein paar Minuten des Testens. Der Helm sieht richtig geil aus, muss ich sagen. Aber ich bin enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Weil die Bluetooth-Lautsprecher sind wirklich in diesen kleinen Dingen hier verbaut. Und ja, die sind nicht besonders laut. Wirklich nicht. Erstens sitzt mir der Helm ganz schön hoch auf dem Kopf. So wie die Fotos in der Bedienungsanleitung sind, ist das gar nicht. Ich hätte nämlich gedacht, dass irgendwie hier in dem Bereich die Lautsprecher so eingebettet sind oder so, dass es halt auf den Ohren liegt. Aber es ist nicht so. Ich meine, dass die Ohren nicht ganz zu sein dürfen, ist klar. Aber ja, egal. Bei voller Lautstärke sind die Lautsprecher selbst für Navigation immer noch sehr leise. Wenn ich mir vorstelle, ich habe da lauten Verkehr, Landstraße, da kommt ein LKW oder ein Traktor an mir vorbei. Ja, wie gesagt, ich bin enttäuscht. Das mit dem Blinken, man kann es leider nicht stoppen. Ich werde das einmal demonstrieren. So, erstens mal, dieses Warnlicht blinkt immer. Ich habe eigentlich erwartet, dass man mit dieser Fernbedienung hier irgendeinen Knopf lange drückt und festhält, dass man das manuell ausschalten, manuell einschalten und auch im Automatikmodus lassen kann, so wie jetzt. Das geht leider nicht. Diese Bedienfunktion ist nicht gegeben. Sehr enttäuschend. Beim VAMOVE geht es doch auch, dass da entsprechend, ne, dass man in der App oder so einstellt. Aber apropos App, da kann man auch nicht viel machen. Die App brauche ich eigentlich gar nicht. Da reicht die Bedienung hier. Also die App ist Mist. Aber die zeige ich dann gleich auch nochmal kurz. So, wenn ich hier links blinke zum Beispiel. So, jetzt blinke ich links. Und jetzt mache ich mal nichts. Ich drücke nichts. So, und ihr werdet gleich sehen, das Problem, genau, ihr hört einfach auf zu blinken. Was ist, wenn ich an der Kreuzung stehe und noch weiter blinken möchte? Also, nein, das geht gar nicht. So, wenn ich aber blinke und möchte aufhören zu blinken und drücke dann nochmal, wie ich es erwartet hätte, er hört nicht auf zu blinken. Also, enttäuschend. Für 170 Euro entsprechend ein Produkt, das so benutzerunfreundlich ist, rauszubringen. Ja, wie auch immer. Musikstart-Stopp funktioniert. Ne, mache ich auch nicht zu viel wegen GEMA und so, ne? Lauter drücken, leiser drücken, drücken, festhalten, vorspulen oder zurückspulen, ist ja auch egal, ne? Diese Taste hier ist für Foto machen mit dem Handy, ganz ehrlich, Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Bitte schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das anders seht, aber ich habe das Handy in der Hosentasche und benutze eventuell dann nur die Fernbedienung, weil die Liwal-App, die finde ich sowieso doof, aber das werdet ihr nachher sehen. Da ist auch nicht mehr als hier bei der Fernbedienung. Mehr ist das nicht. Die Liwal-App ist im Endeffekt nur eine Kommunikationsplattform wie Facebook. Da können andere Benutzer Fotos hochladen. Die Liwal-App will die Standortdaten. Die Liwal-App will auf die Kamera zugreifen. Gut, das verstehe ich noch wegen dem Follow und was ich was alles, wie bei Facebook. Egal. Aber warum Standortdaten, ganz ehrlich? Und wenn man die Standortdaten nicht freigibt, dann funktioniert die Liwal-App nicht. Nein, also, nein. Die App ist Mist. Die App bietet nicht mehr Funktionen als diese Fernbedienung hier. Gut, aber wie auch immer. Ich habe das Handy in der Hosentasche beim Fahren. Wozu soll ich dann Foto machen? Ich fahre doch nicht mit einer Hand am Lenker und habe in der anderen Hand das Handy und dann drücke ich hier die Fototaste, um Foto zu machen. So, diese Taste hier ist zur Kommunikation. Die Kommunikation, die Helminterne angeblich, funktioniert auch nur in Verbindung mit der Liwal-App. Also mit Handy wieder funktioniert die Kommunikation. Also dann brauche ich den Helm so eigentlich nicht. Ich hatte erwartet, dass dieser Helm Instant nur mit Helm und dieser Fernbedienung eine Kommunikation mit anderen Helmen dieser Art bietet, ohne ein Handy zu brauchen. Warum gebe ich dieses Produkt nicht zurück? Ganz einfach. Für unter 200 Euro habe ich nichts anderes gesehen, auch Lumos nicht. Oder das Matrix-Teil kostet wieder über 200 Euro. Dieser Sena-Helm kostet auch mehr, deutlich mehr als 200. Ne? Ich habe nichts Vergleichbares
für 170 Euro gesehen, was dann doch den Blinker und einen Lautsprecher für Navigation bietet. Deswegen behalte ich den hier und schicke den nicht zurück. Vielleicht möchte mir Lumos oder Sena einen Helm zum Testen zur Verfügung stellen. Den kann ich ja dann nach ein paar Wochen wieder zurückschicken gerne. Ich will den auch nicht behalten oder so. Keine Ahnung. Aber ich bin stark sehbehindert, wohne und arbeite in entsprechenden Einrichtungen und kriege 150 Euro im Monat. Und kann mir da keine 250 Euro für so einen Helm leisten. So, wie ihr seht, haben wir hier die Lival App. Also frisch gestartet gerade. Das ist das, was sich öffnet. Hier in der Mitte, ne, ihr seht, Feed. Wozu? Ganz ehrlich, wozu brauche ich das? Ich will nur den Helm damit steuern und ein paar Funktionen haben. Warum brauche ich einen Facebook-Verschnitt? Ich will kein Facebook, ich benutze kein Facebook, ich mag kein Facebook. Und ja, so eine Scheiße ist das dann. Dann braucht die App auch den Standort. Ich glaube, ich habe ihn zurzeit sogar deaktiviert. Ja, habe ich deaktiviert. Dann gucken wir gleich mal. Wenn ich hier nämlich auf Device gehe, blinkt mit dem Helm. Location Service ist disabled. Ja, und ist doch scheißegal. Warum brauche ich den Standort, wenn ich mit Bluetooth mit dem Helm connecten möchte? Ah, so eine Scheiße verstehe ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Absolut und beim besten Willen nicht. So, und wie ihr seht, auch hier nur blinken. Jetzt blinkt er halt rechts, man hört es. Ja, kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen, weil, ne? Und auch hier kann man das nicht stoppen, ne? Links blinken. Und man kann auch das nicht stoppen, auch wenn man nochmal drauf drückt, nicht, ne? In der App kann man höchstens noch einmal das Licht ein bisschen ändern. Ne, wie ihr seht, Light Settings, dann blitzt der Helm vielleicht ein bisschen auf oder so, oder keine Ahnung, ne, Flash oder Flow oder keine Ahnung, weiß ich nicht, ne, dann, aber im Endeffekt ausschalten kann man es da auch nicht. Also, am liebsten würde ich das Produkt tatsächlich wieder zurückgeben, sage ich ganz ehrlich, aber wie gesagt, es gibt kein anderes Produkt, das so einen Blinker hat und auch so toll aussieht, so geil. Wie gesagt, den Lumos-Helm, den finde ich eigentlich eher so ein bisschen hässlich, muss ich ehrlich sagen. Der blinkt auch immer sehr schnell. Andererseits, wie gesagt, ich sage es nochmal, vielleicht möchte Lumos mir ja das normale und das Matrix-Modell mal zur Verfügung stellen, oder eins von beiden, sodass ich die wirklich mal testen kann. Vielleicht entschließe ich mich ja doch dazu, wenn ich merke, oh scheiße, der ist ja doch richtig geil. Vielleicht spare ich ja dann doch ein paar Monate, bis ich dann ja das Geld für einen Lumos oder Sena Helm zur Verfügung habe. Von der Kommunikation hört sich Sena richtig geil an, hat aber dafür wieder keinen Blinker, glaube ich, ne? Und Blinker möchte ich schon gerne haben. Ah, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, noch einmal danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr mit meinem jetzigen Gelabere so viel Geduld mit mir hattet. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem irgendwie. Ich hoffe, euch hilft es beim Kauf. Ja, und dann wünsche ich noch eine schöne Zeit. Tschüss.